Geld verzockt und ich wollte es wieder gut machen. Ich mache das alles wieder gut. Ich hole das ganze Geld rein und dann... Adi, guck auf meinen Arsch! So, ach. Junge Dame, dreh doch mal um. So schnell sieht man sich wieder, hä? Ich hab das ganze Hör auf zu heulen, du bist ein Mann! Und keine Heulsuse. Olaf, Dickerchen, kannst du nochmal hier ranfahren und... Olaf, ich hab BG angelogen. Ja, ich komm. Sorry. Das geht so nicht, Norbert. Ich hab Peggy gesagt, dass mich die Kalis abgefuckt haben. Ja, aber das geht doch nicht so. Du kannst doch nicht einfach mein Auto klauen. Was soll denn das? Das funktioniert so nicht. Hab dir sogar damals, damit du die Damen dir klären kannst, habe ich dir sogar meine S-Klasse ausgegeben. Hab dir sogar Schlüssel gegeben. Ich hab dir vertraut. Dann kannst du nicht einfach bei mir auf meinem Grundstück mein Auto mitnehmen und du hast nämlich keinen Sicherheitsmann gefragt. Weil meine Sicherheitsmänner würden dir nie erlauben, den Wagen mitzunehmen. Also, ja, lügst du mich auch noch an. Ich lüg dich nicht. Du hast mich angelogen. Nee. Ich wollte nur, dass Peggy nicht sauer ist auf mich. Und dann dachte ich, ich mache einen Überfall und dein Auto ist schnell. Und jetzt habe ich Peggy angelogen, dass ich abgezogen wurde. Und was mache ich denn jetzt? Ich habe keinen Cent und bin... Norbert, du hast ein Problem. Du bist spielsüchtig und kokainabhängig. Das sind zwei schwere Laster, mein bester Schön. Vor allen Dingen in Kombination ist das ganz schlecht. Ich kenne jemanden, ja, der... Ja. Nee, egal, ich sag's lieber nicht. Ich wollte nur wieder alles gut machen. Ich wollte jemanden sauber machen. Norbert, du musst jetzt leider in meinen Folterkeller mitkommen. Ich hab doch gar nicht gemacht. Nee, so geht das nicht. So, geh voran. Ich hab mein ganzes Geld verspielt. Das will ich sehen, wie Norbert. Trau den Laden nicht, Norbert. Die haben mir meine Klamotten genommen. Ali. Ey, kann ich dabei sein, Playboy? Weiter. Musst du Olaf fragen, Dickerchen. Ich hab da keinen. Olaf, kann ich dabei sein? Ja, kannst du. So, die Treppen jetzt runter. Hör auf zu heulen! So, rein mit dir. Und setz dich einmal auf den Stuhl. Zieh dich aus. Ach, mein nicht. Ausziehen. Sonst kannst du doch auch immer so schnell nackig machen. Ach Norbert. Ich hab dir immer vertraut, Mann. Der Ali wollte heute noch aufs Lachten gehen, deswegen hat er gefragt, ob er... Ali würde gerne mal als Metzger leben. Nein. Ja? Na gut. Ich mach das alles wieder gut, ich hol das ganze Geld rein und dann, ich weiß nicht, was ich machen soll. Norbert, irgendwelche letzten Worte. Wie soll ich das ganze Koks wegziehen? Okay, Norbert, das ist leider dafür, dass du mein Auto geklaut hast. Nein! Du bist ja wirklich schreckhaft, mein Kleiner. Steh auf, Norbert! Norbert, du bist ja echt... Zähl dich wieder an, Mann, als wenn ich dich erschießen würde. Mann, was habe ich hier für Gesichtslähmung, Mann? Meine Fresse! So, Norbert, raus mit dir jetzt. Ich hoffe, das war dir eine Lehre. So, was machst du nicht mit Olaf Schaf nochmal? Olaf, ich brauche trotzdem deine Hilfe. Du schaffst mir mal noch eine Knarre. Komm, ich leih dir mein Motorrad, komm. Olaf, was soll ich machen? Ich muss Peggys Geld wieder reinholen. Wie wär's denn verzockt? Du musst sie tanzen lassen. Eine Million. Soll ich dir eine Million leihen? Ich hab eine Idee. Aha. Also erstmal dachte ich, ich zock das hoch, aber ich habe eine bessere Idee. Aha. Von dem Geld hole ich mir eine Pistole und dann mache ich einen Überfall und du kriegst das Geld wieder. Und dann mit dem Geld habe ich dann, und dann mache ich noch einen und dann habe ich das Geld von Peggy raus, ja. Wie, was du machst damit, ist mir egal. Ich gebe dir eine Million jetzt, Norbert? Ja, kannst du mir vielleicht, also... kann ich dann bei dir auch mit der Million eine Pistole kaufen, nee, oder so? Die Pistolen sind für meine Mitarbeiter. Und hast du einen Kontakt für mich irgendwie? Brauchst du eine Pistole? Ja, okay, hier, komm. Ich geb dir meine. Wart ihr zufällig eben dabei mit Voicecrack? Ja, das ist auch Voicecrack. Danke, Olaf. Ich komm nicht wieder, Moment. Wo ist die Spezialpolizei? Ja, die hat ihn nach oben geholt. Also, die sind weg gewesen. Er ist ja aufgetaucht da vorne. Ja. Und dann hat er gesagt, komm mal mit nach oben, ja. Und dann waren die weg. Ach, du meinst Suppe kochen? Ja. Ich wusste das. Ich wusste das ganz genau. Ich hab's vorhin noch gecallt. Ich hab das nur mitbekommen, wie er reingekraufen ist und hat gesagt, er hat irgendwie 6 Personen irgendwie erschossen oder so. Ja, war ein Auftragsmord. Nimm dein Kackerfinger weg. So, das Motorrad ist nicht abgeschlossen, nimm es mit. Okay, und sobald ich genug Geld hab, dann gebe ich dir eine Pistole wieder, ja? Du hast ja meine Nummer. Okay. Alles klar, ciao. Ciao. Hey, Schäfchen. Sag mal, machst du schon wieder das Konto, oder? Ich werde hier fast ausgenommen wie eine Weihnachtsgans von dem Pisser hier. Ich habe 10 Millionen weniger auf dem Konto. Aber das bin, wenn nicht ich. Bist du das? Nein.
Wer hat hier schon über 1 Million verloren? Ich bin hier. Hey. Hallo. Lässt sich auch mal wieder blicken, oder was? Hör mal, ich war da, wo du nicht da warst. Ach so, Junge. Wie geht's dir? Ja, natürlich. Ja, gut. Hör mal, bisschen fröstlich draußen, aber sonst. Wo ist Dings? Omilein, wie geht's dir? Ja, die schläft tatsächlich. Ingrid, ne? Ich verhexe das immer. Sibylle. Sibylle, ja, Margret und Sibylle. Genau. Hört sich an wie bei Omi. Wir haben am 28. Am 28. haben wir für eine Fraktion, die den Laden hier gemietet haben. Ja. Und der eine aus der Fraktion ist auch ein bisschen älteres Eisen, der möchte gerne Private Dance von dir. Hör zu. Ich habe gesagt, unter 1 Million geht doch gar nichts. Eher 1,5 Millionen, dann würde ich das so wie letztes Mal auch machen, wenn es für dich okay ist. Musst du natürlich nicht. Hör mal, Olaf, meinst du nicht, da können wir noch mehr rausschlagen? Du, das ist dir überlassen. Ja, Wie viel willst du? Naja, also sagen wir so, hat mir tatsächlich schon 5 Millionen geboten beim letzten Mal, wo die Leute hier waren. Also 1,5 Millionen, sehr, sehr groß. Natürlich. Sag mal, hat irgendjemand von Voice Crack die Nummer? Nee. Ich hab nur von Cracky. Ich hab das auch gerade mitbekommen. Nee. Das ist gerade mega kacke. Aber die sind irgendwie an Gips noch draußen am. Das kann gut sein. Lass doch mal kurz zum Würfel bei. Oh Mann! Au! Oh! Jetzt! Na, da warst du wieder zu freudig, jetzt aber. Die haben ganz schnell Hilfe im Laden. Alison ausrasten, der hat Maria in den Griff genommen. Wen in den Griff genommen? Maria hat er in den Griff genommen? Weil ja, Ali hat Maria in den Griff genommen. Kam gerade per Funk. Wir sind jetzt im Laden. Wo seid ihr? Ich bin wieder los, Alter. Ich hab einen Polizeihelikopter. Warte, ich mach auf. Jetzt fahr. Mach sofort zu. Ja, aber. Alles gut. Wo ist er denn? Was machst du, Ali? Ali, beruhig dich, Dicker. Schön. Ali! Ali, Mann! Was, Ali? Mach den Schläger weg. Wir kriegen das doch alles hin. Bleib softig, Dicker. Schön. Ali, warte doch mal, Digga. Was ist denn los? Wir gehen eine Party Golf spielen für Entspannung. Was ist los? Dicker, schön, alle gut. Ich habe ganz viel Geld gemacht. Blickcheck, alles weg, Amalanschaften. Ja, aber. Alkohol, alles. Ja, aber guck doch mal hinter dir. Guck doch mal, was du mit dem Tisch gemacht hast. Ich hab ihn gefickt. So, du Wichser. Oh, das war nicht so gemein. Alkohol bist du, Habibi. Was denkst du, wer du bist, Ali? Sag mal, wer bist du? Ich bin Ali. So. Habibi, du musst verstehen, ich habe einen schlechten Tag. Hundesohn ist gestorben. Ja, das tut mir leid, aber du kannst nicht mein Inventar kaputt hauen. Ja, ich habe dir heute wohl Chance gegeben, viel Geld. Ich gebe immer gute Geld und du machst so? Ja. Du machst Trick 17, du sagst ihm gute Geld, ganze Geld geht in deine Tasche wieder. Also, du Wichser, Mann. Ali, du kommst. Ali, setz dich hin. Setz dich da hin. Geht raus, Jungs. Uiuiui, da will ich mal eine Stirn hat. Da soll ich dir Breitenberg auch noch reinschicken? Nein, geh raus. So, Ali, jetzt gibt's eine kleine Strafe für dich, Digga. Wie, willst du mich auspeitschen oder was? Soll ich dir noch das Gleit geben oder machst du trocken? Nee, alles gut. So, Ali. Herr Schaf, das musst du dir jetzt angucken. Guck genau hin, Junge! Ey, hast du gehört? Guck mir auf den Arsch! Verpisst euch! Geht raus! Ali, guck auf meinen Arsch! Guck auf meinen Arsch! Was, du machst meine Sachen kaputt, Junge! Guck mir auf den Schwanz, du dreckige Sau! Ja, das gefällt dir doch! Ja. Da musst du auch mal einen Schein springen lassen. Ich hab auch was kaputt gemacht. So, Ali. Guck hin! Guck hin! So. Scheiße, der hat mich gefickt, hat den Arm. Ja, Toast. Olaf, ja. Ich hab mich hier gerade bei dir verlaufen. Ich bin jetzt hier gerade in so einem Raum drin. Das ist eine eingepackte Leiche. Das ist nur Deko. Die liegt da immer. Das ist nur zur Abschreckung. Alles. Abgehackte Arm? Nee, das ist alles aus dem Filmrequisitenladen. Wir waren gerade hier, Alter, weil wir gerade Spaß mit dem Auto hatten, Alter. Das ist doch ganz klar. Autobatterie ist ja. Ich muss mal einmal ganz kurz hier ans Tor die Justiz zu lernen, was von mir, Digga. Ich melde mich gleich, okay? Schön weiterspielen. Okay, ja. So, was ist jetzt mit dir mit der Justiz? Seid ihr von der Justiz? Ja, Herr Schaff. Ja, richtig. Was ist denn los? Herr Schaff, ich wollte mich mal ganz kurz erkundigen. Kommen Sie bitte kurz rein. So, was kann ich Ihnen Gutes tun? Herr Schaff, warum wir hier sind, ist wie folgt. Wir gehen mal 10 Tage zurück. Ich glaube, da hatten Sie Ihre Eröffnung gehabt. Ja. Wir waren auf dem Weg zu Ihnen gewesen, wollten Sie dazu beglückwünschen, dass Sie Ihren Club eröffnet haben. Mhm. Und im Nachhinein waren wir dann hier vor der Türe, haben Schüsse von Ihrem Dach auf uns bemerkt, haben dann im Nachhinein die Pol verständigt.
sowohl als auch unsere Sondereinheit, ja, dass auf den Staatsanwalt und auf den Justizminister zu meiner Linken geschossen wurde. Mhm. Diesbezüglich wollten wir mal nachfragen, ob es zwischen Ihnen und Herrn Heeres einen Disput gab, da er gesagt hatte, ja, das wäre irgendwie alles in Ihre Richtung gewesen, Sie wären da schuld gewesen. Inwiefern ist denn das, was wir jetzt hier sagen, vertraulich? Oder beziehungsweise, also das, was ich jetzt hier mit Ihnen bespreche, ja, das, was hier im Raum bleibt, bleibt hier. Folgende Situation. Wir hatten ja schon mal eine Eröffnung, wir wollten aber an dem Tag die Eröffnung mit der neuen Inneneinrichtung, nachdem der Architekt etc. die letzten Feinschliffe gemacht hat. Und Herr Heeres ist auf die glorreiche Idee gekommen, mir kurz vor der Eröffnung zu drohen mit unterschiedlichen Sachen. Er hat unter anderem jemanden, der mir sehr nahe steht, entführt und erschossen. Naja, an dem Tag hat Herr Heeres mir gesagt, dass er eine gewisse Leistung von mir haben möchte. Diese habe ich verneint und habe gesagt, dass, wenn wir keine Einigung haben, er hat jemanden entführt, der mir sehr nahe steht, hat ihn erschossen. Dementsprechend sah ich mich gezwungen, bei gewissen Leuten einen Gefallen einzufordern, denn ich bin ja sehr gut vernetzt hier in der Stadt, habe mir viele Freunde gemacht, seit ich hier bin. Dementsprechend war das gesamte Gelände beschützt. Uns wurde das so zugetragen, dass sie am Würfelpark jemanden mit einer Waffe bedroht haben. Richtig. Ich weiß es nicht ganz genau. Mhm. Habe ich aber der Polizei... kann ich das nicht sagen? Habe ich der Polizei schon erklärt. Ich habe eine Anzeige bekommen wegen Belästigung. Die habe ich auch hingenommen, denn ich habe eine junge Frau gefragt, ob sie für uns tanzen will. Daraufhin hat sie so eine hochnäsige Antwort gegeben. Da habe ich gesagt, sie können sowieso nicht für uns tanzen, weil sie zu fett ist. Später bin ich nochmal hingegangen, hatte keine Maske auf, habe so ein bisschen kleinen Spaß mir erlaubt mit verstellter Stimme und habe zu der jungen Dame nochmal gesagt, ob sie nicht diejenige ist, die mir fetten Lapdance letztens im Titty Twister gegeben hat. Daraufhin hat sie mir ohne Vorwarnung ins Gesicht geschlagen. Daraufhin habe ich sie gefragt, was das soll und ob sie sich dafür bitte entschuldigen könnte. Als Gegenantwort habe ich von ihrer Begleitperson einen Schlag mit der Faust ins Gesicht bekommen. Da sie zu dritt vor mir standen, also sie und zwei Herrschaften, habe ich mich natürlich bedroht gefühlt in der Situation und habe dann auch aus meiner Wahrnehmung zu Recht meine Waffe gezogen, die ich dabei habe, falls ich mich bedroht fühle. Habe gefragt, ob sie sich nicht dafür entschuldigen wollen. Sie haben sich dafür entschuldigt, habe meine Waffe wieder eingepackt, bin gegangen. Also weiß ich ehrlicherweise nicht, warum da in irgendeiner Art und Weise diese Person eine Rechtfertigung haben, mich anzuzeigen. Klar, können sie gerne machen, aber jetzt haben sie auch meinen Standpunkt dazu gehört. Nee, alles gut, darum geht es auch gar nicht. Der meinte halt nur, wenn sie einen großen Kontostand haben oder beziehungsweise mit viel Geld hinkommen, dann kann man an den anderen Schein, weiß nicht, ob das Blackjack ist. Blackjack, das originale Blackjack haben wir hier. Geben Sie mir mal ganz kurz einen Moment, ich bin sofort wieder für Sie da. Ja, alles klar. Wo ist dieser Alibaba-Rennpantoffel? Ich weiß nicht. Wo ist. Junge Dame, wie ist nochmal dein Name hier? Maria. Tanzt Maria auch für uns? Nein, ich kann nichts tanzen. Ist irgendeine Dame hier, Kevin, die tanzen kann? Ich kann mal Peggy versuchen. Wieso tanzt du nicht? Was ist denn mit Ali überhaupt? Also ich sag dir, die Einzige, die jetzt tanzen wird, ist Sibylle. Olaf. Ja, ich kann mal Peggy versuchen. Dieser Ali hat dieser Dame eine Knarre an den Kopf gehalten, habe ich hier gerade mitbekommen. Ja, den habe ich schon. Ja, aber Toast, wir kümmern uns in unseren Räumen um unsere Probleme. Nur weil du hier mit dem Polizeioutfit bist, kannst du ja nicht den Sheriff spielen. Unsere Probleme in unserem Laden, okay? Sehr gut, Olaf, sag dir deine Meinung. Warte, ich muss mal einmal kurz den Funk hören. Leute, aber hier der Opa und diese Lia was? Und so, die in ihr Stress hatte, die planen den Attentat auf dich, Olaf. Welche Lia und welche Dings? Also hier ist so ein Opa am Würfelpark, der hat erzählt, dass du eben Stress gemacht hast mit so einer Lia. Und der hat da wild rum erzählt und bei der Bundeswehr und bei Wiesel News und hat dann zu mir gesagt, weil der vertraut mir, dass er vorhat, dich anzugreifen mit ein paar Leuten, um dir mal, er sagte, die Zehennägel zu schneiden. Hast du eine Waffe dabei? Nee, hör mal, ich bin 71, wo soll ich denn eine Waffe herkriegen? Kannst du den am Würfelpark irgendwo hinlocken? Ja, ganz bestimmt. Fahr dahin. Okay. Es kommen ein paar von den Sicherheitsleuten, die sich im Funk mit dir auseinandersetzen und dann bringt ihr den zu mir in den Keller. So, Entschuldigung, wir haben einige Probleme. Playboy, kannst du Peggy Bescheid sagen, dass sie so eine halbe Stunde mal herkommen kann? Na klar, soll ich den Herrschaften vielleicht eine andere Etage zeigen? Ja. Ich gehe mit den Herren nach unten. Ja, fühlen Sie sich hier wie zu Hause. Die Blackjack-Tische funktionieren, setzen Sie sich da einfach ran. Und falls, natürlich möchte ich nicht, dass Sie verlieren, aber sollten Sie nochmal ein bisschen Nachschub gebaut, haben wir unten auch direkt einen Bankautomaten. Aber setzen Sie sich Limits beim Blackjack. Beim Blackjack kann man schnell viel Geld verlieren. Alles klar. Super, alles klar. Dann angenehmen Abend noch. Alle zur Growth-Tankstelle sofort. Alle zur Growth-Tankstelle. Wir haben die alle schnell hier. Bei der Tankstelle bei uns gegenüber? Ja. Nee, bei 9096 an der Tankstelle. Wir machen uns sofort auf den Weg. Komm sofort. Die Polizei ist da beim Laden. Wo? Scheiße. Woher wissen die, dass sie hier sind? Bei unserem Laden ist keine Polizei. Ja, an der Tankstelle, wo die alle drin sind. Oh, oder? Nee. Ach, komm, hör doch auf, Alter. Ach, Digga, das ist so eine GoPro-Scheiße. Wir tun so, als wenn wir hier tanken wollen.
Kevin war einschlafen und kommt direkt zur Tankstelle. Ich war schlafen, ich bin gerade eben. Was ist denn los hier? Ich bin gerade eben wieder aufgestanden. Ich war powernappen, weil meine Funktion nicht funktioniert haben, ja. Da brauche ich meinen Personalausweis nicht geben, weil ich powernappen war. Das haben Sie gerade selber gesehen. Ja, also ist die Sache ja jetzt hier beendet. Sehr gut. Ciao. So, also Herr Polizist? Die Sachlage ist wie folgt. Mein Kollege war powernappen, so, und das heißt, die Polizei hat hier gerade nichts zu suchen. Ja gut, wir hatten gerade nur ein Dispatch bekommen, deswegen sind wir hier hingefahren. Ja. Ja, das war vermutlich wegen dem Powernap. Also es wäre sehr freundlich, wenn wir einfach an der Stelle weitermachen können, wo wir sind. Ja gut. Also ja, dann machen wir das jetzt am besten so, dass wir nochmal kurz wegfahren und keine Ahnung, in einer Minute oder so wiederkommen. Bitte alle Leute. Ja, alles klar, so machen wir es. Perfekt. So, die Polizei entfernt sich jetzt. Wir haben nochmal eine Minute ungefähr Zeit und dann verpissen wir uns. So, tütet die jetzt ein einfach und dann ab in den Laden. Hey, jo, Bruder, bitte. Pack die ein und ab in den Laden mit denen. Und nimmt den vorher, okay. Nimmt den vorher, die, also bevor ihr in den Laden reingeht, nehmt ihr denen die Sachen noch ab. Stellen jetzt hier reingekommen. Aber sind Dings nicht da draußen? Nein, 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 komm, Jalla, sofort Abfahrt. Ja, komm. Die Polizei kommt so in einer Minute ungefähr wieder. Packt sie schnell ein und haut ab. Und wir fahrt mir erstmal hinterher, nicht direkt zum Laden. Okay, okay, okay. Ja, so läuft es doch wunderbar. Ja, ja. So muss das sein. Also ich sehe einen neuen Finger in meiner Kette. Mhm, ich auch. Wir werden sie an einen ganz speziellen Ort fahren, Digga. Aber da ist noch nicht die Person bei, die ich gerne hätte, nämlich die kleine Bitch. Doch, doch. Ich glaube, die ist da mit der Einhornmaske, oder? Nee, die hatte so eine Männerhose an. Das ist sie nicht, Digga. Da ist sie. Na, guck mal. An die Wand stellen und wehe, ihr zieht das Handy. An die Wand stellen. Hände auf, Hände hoch. So. Oder? Ja. Kannst du aussteigen? Mal so. Der Finger gehört dir. Das ist doch hier mit dem Überraschungspaket, oder? Ja. So. Na, guck mal ihn an. So. Ach, ach, ach. Junge Dame, dreht doch mal um. So schnell sieht man sich wieder, hä? Scheinbar. Was habt ihr euch denn dabei gedacht, hä? Bei? Warum hast du mich denn angezeigt? Ich hab dich angezeigt, nicht sie. Ich hab mit der Frau geredet, nicht mit dem. Du hast dir gesagt, du Wechsel, was laberst du? Willst du noch weiter frech sein? Ich werde doch eh sterben hier. Das liegt an dir. Ja? Na klar. So, junge Dame, dreh ich nochmal um, bitte. Ich weiß nicht, was dein scheiß Problem ist, aber ich hab dich vorhin ganz freundlich nur gefragt, ob du Lust hast zu tanzen. Und deine hochnäsige, zickige Antwort. Ich hab dich angezeigt, weil du uns mit einer Waffe bedroht hast. Nachdem du mir ins Gesicht geschlagen hast, richtig. Ich hab mich verteidigt, richtig. Ach so, wenn ich dir ins Gesicht schlage, dann holst du mir gleich eine Waffe ins Gesicht, oder wie? Ich habe einen legalen Waffenschein und den habe ich gemacht, um mich vor Leuten, die mit Gewalt um sich herum schmeißen, mich zu beschützen, richtig. Also, das eine, hab ich dich körperlich verletzt? Nee, aber du hast... Genau, hast du mich körperlich verletzt? Ja. Ja, richtig. Dann ist auch mein gutes Recht, mich zu verteidigen, oder? Mich mit einer Waffe zu bedrohen, ist dein gutes Recht dann, ja? Da soll ich meinen Schwanz rausholen, oder was? Nee, ich glaube nicht. Die Verteidigung ist zu verhindern, dass weiter... Du hältst das Maul, ansonsten... Du hältst die Schnauze. Okay, willst du hier lebend rauskommen? Halt die Fresse. Ich habe dein Gesicht gesehen, ich werde hier nicht lebend rauskommen. So. Mein Gott, ist doch so relativ einfach. So, pack die Alte ein, bitte. Die kommt speziell mit uns in den Laden. Bekull mir noch einen Finger stehen, der Lärm. Aber bitte umdrehen. Ich hab gehört, der war sehr frech zu dir, richtig? Hast du eine Waffe dabei? Eine Pistole, meine ich. Ja. Dann weißt du, was zu tun ist. So, wir fahren jetzt hier schnell weg. Bevor die Medics kommen, treffen uns im Laden. Ach, herrlich, Digga. Genau so. Ein schöner Gipfel. Oh ja, und die Kleine werden wir uns doch richtig schön vornehmen, Digga. Aber eigentlich... Warte. Wir haben viele Freunde. Wir fahren woanders hin, Warte mal, ich habe da nochmal eine andere spezielle Idee. Wenn du als Freunde hast, da hast du keine Feinde mehr. Jungs, wo war denn nochmal die lange Brücke? Die ist doch hier vorne um die Ecke, oder nicht, ne? Ja, die ganz lange auf der anderen Seite. Ja, ja, komm. Hier ist gut. Du weißt aber, wer einmal zu den Bullen geht, gibt immer 10 Bullen. Ja. Komm, nee, ihr braucht nicht zum GPS. Komm, bleib beim Laden, alles gut. Also ich dachte, das sind die. So, hol sie mal aus dem Auto raus. So, lass sie hier los, bitte. Hier? Ja, ja, lass sie da los. Ja, das ist ja... So. Und den Papa bitte angucken. Oh ja, alles dabei. Gut, alles gut, alles gut. So, was machen wir denn jetzt mit dir, hä? Du bist noch die, die am Leben ist. Ja. Was ist das für ein Helikopter jetzt? Bin ein bisschen paranoid. Ja, was machen wir denn jetzt mit dir? Ja, weiß nicht. Willst du dich vielleicht bei mir entschuldigen für das, was du mir heute angetan hast? Wofür denn? Das fragst du noch? Ich weiß nicht genau, was du von mir möchtest. Ich finde, da kannst du mir auch erklären, was jetzt hier genau los ist. Also, ich bin gerade im Krankenhaus aufgewacht und... Wir hatten doch eben über die Anzeige geredet. Oder hast du das schon wieder vergessen? Ja, doch, haben wir. Darf meine ich zum Beispiel, willst du dich dafür vielleicht mal für entschuldigen? Dafür entschuldigen, dass ich dich angezeigt habe, dass du uns mit einer Waffe bedroht hast. Es ist doch mein Recht, das anzuzeigen. Dann zeig du mich an, dass ich dir in die Fresse gehauen habe. Kannst du ein bisschen lauter reden, bitte? Ich bin nicht jemand, der zur Polizei läuft. Lustigerweise, wenn du gegen Gewalt bist, wieso hast du denn, sagen wir mal, nachdem du im Krankenhaus aufgewacht bist, aus was für einem Grund auch immer, Leute um dich herum gehabt, die mit Waffen um sich hantiert haben? Ich habe mich nicht mit Leuten umgeben, die Waffen haben. Du standest neben Leuten, die Waffen gezogen haben. Ich habe nicht mit Leuten mich umgeben.
eben die Waffen haben. Er hat probiert, dich abzuschießen und die ganzen Jungs haben auf einmal eine Waffe rausgeholt. Hm. Die drei Typen. Also keine Leute von mir haben eine Waffe. Naja, doch. Also die Leute, mit denen du gerade unterwegs warst, die hatten auch eine Waffe. Ihr wolltet euch doch an mir rächen. Nein, die haben keine Waffe. Ich weiß nicht, was für Hirngespinste du hast oder von wem du das irgendwie die Infos hast. Haben keine Waffen. Da haben die wen Waffe rausgeholt. Die haben doch eine Waffe gehabt. Von meinen Leuten hat eine Waffe. Wer sind deine Leute? Dann zähl mir mal bitte die Namen auf. Ja, zwei von denen, die ihr gerade da umgelegt. Der hatte eine Waffe. Die hatten keine Waffe. Naja. Na gut, dann habe ich mich wohl verguckt. Wir haben hier am Anwesen einen Eindringling aufgenommen, nur dass wir bis heute... Sehr gut. Wenn ihr mich am Würfelpark abschießen wollt oder auf meine Freunde schießen wollt und da am Würfelpark, da ist immer viel los, da könnt ihr doch nicht, weil irgendwelche anderen Leute deine Waffe ziehen, denken, dass das meine Leute sind. Komisch auch, dass nachdem du am Würfelpark gestorben bist, die Polizei zu mir gekommen ist. Wie gesagt, ich kann mich an dich erinnern. Ja. Ich habe nicht mit der Polizei gesprochen. So, dann geh mal bitte einen Schritt nach vorne. Und noch einen Schritt nach vorne. Und noch einen Schritt nach vorne. Und noch einen Schritt nach vorne. Noch einen, ja. Also, das wäre echt peinlich, wenn du auch noch runtergeflogen wärst. Ja, Peggy Baby. Ich fahre jetzt mit denen zurück zum Laden. Ihr beide bleibt bitte noch kurz hier. Ungefähr 20 Minuten und sollte der Rettungsdienst kommen, sagt ihr, hier ist nichts. Ich habe keinen Bock, dass die Alte reanimiert wird. Oder. Ja. Dann. Die soll da unten aufgehen wie ein Hefeteig. Sag mal, du holst dir noch den Tod. Ab ins Auto. Ich hol mir lieber. Ich hol mir lieber. Den Schreck eingejagt. Ich hol mir lieber hier den Tod als durch irgendwelche Beweise. Guck nochmal, ob mein Auto auf ist. Ja, gut, okay, alles klar. Easy. Dann bis gleich, Jungs. Ich hab die Karre mit dir, sag mal. Bis gleich. Nimm das auf. Wir gehen in die Suppe. Hier ist es da. Ah, oha. Jo, was geht, Digga? Hab dich vorhin angerufen, bist aber nicht rangegangen. Ja, ich war kurz schlafen, Digga. Ja, ein kleines Fühlchen. Ja, das fühle ich. War echt ein ganz Müdi. Kommt, Jungs, alle. Jalla. So, Jungs, ich bin jetzt im wichtigen Gespräch mit Harris und seinen Jungs. Bitte nur das Allernötigste im Funk reden. Dankeschön. Ja, setzt euch hier hin. Oh, warte, ich setz mich hier hin. Und sonst, ansonsten nur alles mit Angestellten und so läuft super, glaube ich, oder? Genau dein Ding, Digga. Ich fühle mich sehr wohl, auf jeden Fall. Ich bin sehr zufrieden und du weißt, man muss immer mal ein bisschen ein- und aussortieren, aber ansonsten läuft alles gut, ja. Ich sag dir eine Sache, du musst mich verstehen, ja? Mhm. Ich bin in letzter Zeit mies abgefuckt. Ich habe schlechte Tage. Du weißt, Krypto läuft im Moment nicht so gut. Ich weiß nicht, was der Grund für meinen Sinneswandel ist, Digga. Vielleicht ist es das ganze Geld, was ich in letzter Zeit mache. Ich kann es dir nicht verraten, Digga. Aber im Nachhinein merke ich, du hast zu 100% recht. Und du kennst mich, Bruder. Ja. Es ist, bin schlecht drauf, Digga. Einfach, wenn ich mies drauf bin, mache ich Sachen, die nicht so gut wohl durchdacht sind. Genau deswegen bin ich auch hier, um dir zu sagen, dass es mir leid tut vom ganzen Herzen. Ich danke dir. Die Worte bedeuten mir sehr viel. Danke dir. Und ich würde alles tun, ja. Im Unterbewusstsein weißt du ganz genau, wie sehr ich dich liebe, Bruder. Ja. Und ich bin genau deswegen auch hier, um dir zu sagen, dass wir Hand in Hand gehen sollten, Digga. Ja. Ich möchte dich unterstützen, Bruder. Und ich brauche auch deine Unterstützung. Ja, ich weiß, wie stark du sein kannst. Ich weiß, wie stark deine Armee sein kann. Verstehst du? Und ich glaube, dass wir zusammen viel mehr erreichen können, als irgendwie einzeln jeder seinen Weg. Sag ich dir so, wie es ist. Das kann gut sein, ja, natürlich. Und ich wäre dir sehr dankbar, wenn wir zusammen gemeinsam Weg einschlagen können. Ja, sehr gerne. Komm her, Bruder. Dass ihr euch noch gegenseitig einbläst. Alles gut. Okay. Alles klar, wir haben eine Teambesprechung noch. Dann gehe ich auch rein. Wenn was ist, sag Bescheid. Fühl dich geküsst. Schönen Abend euch noch, Jungs. Ciao. Jungs, kommt, wir müssen wieder arbeiten. Da geht mir noch zufälliger was. Alle mal arbeiten. Kann irgendjemand eventuell noch mal draußen das Tor kurz für Harris aufmachen, bitte? Danke. Hört ihr mich im Funk? Ja. Ich werde mich jetzt schlafen legen. Ich wollte noch eigentlich nur eine kleine Besprechung drin machen. Das hat jetzt nicht geklappt. Ich wollte nur Liebe aussprechen. Ihr seid ein super Team. Ich werde mich jetzt schlafen legen. Passt noch mal auf. Ihr standet gerade an der Straße. Da ist wieder dieser scheiß blaue Skyline längs gefahren, der vorhin schon Stress gemacht hat, die wir eben abgeknallt haben. Ich hab's jetzt mitgenommen. Also, passt auf euch auf. Beste Team seid ihr. Kuss. Lasst euch gut gehen. Ciao. Tschüss.